Hallo und herzlich willkommen auf die Miris. Das sind all diese da vorne. Und hi und herzlich willkommen. Das ist die Sarah. Und mein Name ist der Chan. Und da vorne haben wir da ganz viele Pakete von euch. Die hier werden sich jetzt auch ganz doll freuen. Aber vorher werden wir denen jetzt noch was zu essen geben. Und falls ihr uns aus irgendeinem unerfindlichen Grund meint, noch mehr Pakete schicken zu wollen, dann könnt ihr das an dieser Adresse tun. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Wir machen uns das jetzt ganz einfach. Ich habe einen kleinen Hokkaido-Kürbis. Salt weiß noch nicht, was sie von diesem Kürbis halten soll. Sie hat noch diesen What-Geht-Up-Blick. So, sie sind alle beschäftigt und pack aus. Nimm irgendetwas. Wir kennen das ganze Prozedere. Mein Tipp präsentiert von der Lara B. aus Großenlüder. Und meins von Lena F. aus Bad Säckingen. Dann brauche ich eben noch ein Paket, wo wir das draufstellen können. Keine Sorge, wird auch noch ausgepackt. Für Sarah. Das ist Nagellack. Da könnt ihr nichts mit anfangen. Dann ein Stein für, wenn die Meerschweinchen einfach mal zu sehr nerven. Nein, das macht man nicht. Niemals tun. Eine riesige Packung Kräuter. Oh mein Gott. Also wenn ihr Leute erschlagen wollt, damit. Ein Schuh und Nagerfritten. Ganz viele kleine Snacks. Falls du mal beim Schreiben Fehler machst. Der klappt aber bestimmt am Computer, oder? Von der Basler Herbstmesse. Messmogge. Keine Ahnung, was es ist. Kann man das überhaupt essen? Ich weiß nicht, was es ist. Sieht aus wie Zuckerstangen oder so. Ah, guck mal, das bin ich. Hier willst du mitgucken, Salt. Meerschweinchen, ein Hase, weil Hasen müssen auch sein. Das ist die dumm guckendste Katze, die ich jemals gesehen habe. Das ist die andere. 2 € für Bananasplit. Zu diesem Zeitpunkt ist die Banane gerade eingeschrumpft. Nein, die originale Banane wird gerade neu angemalt. Also, ja. Wenn ihr das Video schaut, ist sie wieder da. Keine Sorge. Hier ist einmal Brownie und hier einmal Vicky. Und sie hat noch unsere Meerschweinchen gemalt. Guck mal, da waren 15 Cent bei. Passt du da drauf auf? Den halt nicht. Meins wird präsentiert von der Lena B. aus Berlin. Meins ist von C. aus Gotum. Wir gucken einfach mal, was hier drin ist. Ein Trinkbecken. Steht schon mal dick und fett Futternapf drauf. Und hier ist auch einer drin. Oh mein Gott. Anscheinend ist das Paket von mehreren. Hier sind ganz viel Kräutermixes und so ein Zeug drin. Puffmais haben wir auf jeden Fall bekommen. Hier haben wir einmal Erdbeersticks bekommen. Bounty. Und Gemüseringe. Hallo, wir sind Josie und Clara. Wir gucken beide deine Videos ganz oft und sind auch total begeistert. Von der Leonie S. aus Ziegelshausen. Dann zeige ich jetzt mal hier noch Josies Tiere. Pferde, Meerschweinchen, Hasen, alles dabei. Crumble läuft übrigens hier unten irgendwo rum. Hat sich schon auf und davon gemacht. Ja! Yeah. Clara hat hier auch einmal Meerschweinchen und Katzen und ihren Hund von Nathalie V. und Zoe L. aus Duisburg. Für Sarah. Das steht da drauf. Guck mal, und Popcorn. Glaubst. Ein Hamsterball. Da steht auch drauf, ihr Hamster liebt ihn. Da sind wir ja mal gespannt, ob Cass das auch so mal. Erdnussflips. Erbsenringe und einen Napf. Damit wir auch morgen noch unterschreiben können, haben wir einen goldenen Edding bekommen. Schokoplätzchen. Knabberringe mit Apfel, Ananas und Erdbeere. Und ich habe einmal Knabberstangen mit Ringelblume Malve. Hier nagen alle schön an dem Kürbis drumherum. Und du hast noch was drin? Alleinfutter für Zwergkaninchen. Zwar haben wir Meerschweinchen, aber wir werden dafür auch schon Verwendung irgendwo finden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Oh, ich habe hier noch einen Spielball. Dann gucken wir das an. Mein riesengroßes Paket wird präsentiert von der Nadine N. aus Rodewitz in der Spree. Und meins von Marie und Lucy L. aus Dortmund. Ich heiße Nadine, bin 28 Jahre alt und habe selber 7 Meerschweinchen, die meisten davon aus dem Tierheim. Sehr löblich. Ich habe ein sehr großes Herz für die alten und gehandicapten Tiere, daher ist Tiramisu eines meiner Lieblingsmiris. Hier sind ganz viele Meerschweinchen. Das ist ein cooles Gehege. Ich habe einmal Knickknacks. Ich liebe Knickknacks, auch wenn das die totale Sünde ist. Feld- und Wiesekräuter, Knabbersticks, Gemüsescheiben, eine süße kleine Maus, Waldfrucht und Redberries, noch eine Maus und eine Kastanie. Das ist ein selbstgebastelter Napf. Das ist und echt hier cool. Haben wir noch, keine Ahnung wie viel Cent. Hier, Porzellan, pass auf. So, Sarah, ich muss dir das jetzt alles hier zeigen und du musst mir deine Live-Reaktion dazu geben. Einmal Esspapier. Mehr Esspapier. Ja. Dann ganz viel Puffmais. Ich weiß, wir haben schon zu viel. Ja. Wir können es schon fast nicht mehr sehen. Ein Trog. 2 Trog. Dann etwas, das ist total geil. Es nennt sich süße Klassiker. Ja! Gib mir die Uhren. Nein, ja. Nein, nein, nein. Die Kette. Doch. Nein. Mit die jetzt. Die Lutscher kannst du behalten und diese, ja. die Muscheln.
Ich krieg alles andere. Na, netter Versuch. Dann haben wir hier einmal für Castiel, weil da sind nämlich Proteine drin, einmal die Riesenkräutervielfalt. Jetzt kommen die ganz großen. Das ist mega cool. Blütenzauber. Apfel. Ein komplett selbstgemaltes Bild. Meerschweinchenfutter. Ein Regenbogen. Und Fitnessflakes, um sich nach einem anstrengenden Tag mal auszuruhen. Und das ist jetzt besonders cool. Einmal die Meris. Nein. Die Couch. Wie cool ist das mit denn? Kissen. Salt ruht sich sehr angenehm aus, würde ich sagen. Wir gehen auch nicht darauf ein, dass hier ein E fehlt. Aber das passt schon. Und es ist einfach viel zu cool. Nein, du darfst dich da jetzt nicht hinlegen. Da liegt gerade Salt. Was hast du gerade? Das ist nur für den Außenposten. Ja, ich Lucy. Dachte gerade, das wäre ein Doppelauspack, weil Das sind beides von den gleichen. So, kleiner Umschwung zu mir von der Liz aus Mössingen. Könnt ihr aufhören, über die Röhre zu laufen, während da jemand drin ist? Rote Beete-Ringe. Habe ich bei meinen tatsächlich noch nicht ausprobiert. Dann haben wir einmal Rosenherzen. Apfelchips. Ich habe, glaube ich, sogar noch eine Packung irgendwo liegen. Glogen, die habe ich auch schon gegessen. Engler drin zu zweit. Ich meine, das könnt ihr natürlich gerne machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich finde euch und vor allem Banana Crust wirklich toll. Deswegen habe ich ein kleines Paket mit einem Fressnapf für Crust, Apfelchips und ein paar Leckerlis geschickt. Crust, das heißt, da darfst auch nur du draus essen. Hallo, du bist knuffig, du bist feuerputzig. Und meins ist von Andreas P. aus, kann ich wirklich nicht lesen. Du hast dieses unglaublich schwere Paket geschickt. Es ist wirklich schwer. Oh, ich weiß auch, warum das so schwer ist. Oh mein Gott. Nein. Hier, einmal Knabbersticks, weil es nicht fehlen darf in jedem Auspackvideo. Einmal Knabberherzen und viel zu gut. Oh, das Futter, was ich immer verfütter, nämlich Kaviar. Oh, der Grund, warum es so mega schwer ist, einmal der Meerschweinchen-Traum. Die doppelte Packung. Und noch einmal Kaviar. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Falls wir nochmal Meerschweinchen zufüttern müssen. Die Meris, ein liebes Hallo und alle Zwei- und Vierbeiner. Ich hatte euch die DVD GeForce Agent mit Biss zugesendet. Das kenne ich noch. Die steht hier vorne direkt in der Ecke. Würdest du daran nagen? Da stellt man das einmal hin und schon nagen alle dran. Onigiri, guck mal da, es hat sich das angenagt. Du kannst hier nichts rumliegen lassen. Da freut ihr euch drauf, wa? Kürbis geht irgendwie immer. Hier vorne Schild Onigiri, da vorne gibt's voll die Männerrunde. Meins wird präsentiert von der Katharina L. und der Anja aus, keine Ahnung. Wir sollen hier explizit auf die roten Zettel achten. Und zwar sind einmal hier jeweils 2 Cent für Bananasplit. Dann haben wir hier einmal eine Knabbermöhre. Eiweißcocktail für Castiel. Und ich habe einmal Knabberstangen. Eine Heurolle Blütenmix. Du hast einmal Nail Polish bekommen. Und einmal Möhrenkraut. Ich sehe da wegen Möhren. Einmal ein Duplo. Hofmais. Ein Bett für Oma Tiramisu. Es ist von René R. aus Esch als Sette. Aus Luxemburg ist das. Und es ist, danke, 2 Euro für die Banane. Meins ist von Marius S. aus Goldbach. Vorsicht! Ah, eine große Röhre oder eine Ziehharmonika. Das ist mega cool. Vor allem können wir hier eine Brücke davon machen. Du kannst jetzt einmal da durchrennen. Melde dich dann auf der anderen Seite, wie es war. Und da ist eine Crumble. Er hat uns nämlich einen Kalender für 2018 gemacht. Da würde ich sagen, steckt sehr viel Arbeit hinter. Ne, Salt, siehst du auch so. Hallo Crumble, gefällt dir die Röhre? Anscheinend. Und dieses Paket wird präsentiert von der Senior K aus. Ohne Scherz kann ich absolut nicht lesen. Meins ist von Nina N. aus Hohenstein-Ernsttal. Mega cool. Das ist das Kaviar Nature. Hier ist ein Briefumschlag. Und dann haben wir hier einmal den getreidefrei füttern Grainless Mix. Ah, mich greifen Süßigkeiten an. Toffifee. Einmal Haribo-Pommes und noch mehr. Die sind mega cool. Die finden die richtig stark. Knabberherzen. Hallo an die Meris, Chan und Sarah. Eigentlich ist es noch etwas früh für Weihnachten, aber ich schicke euch trotzdem jetzt schon meine gebastelte Weihnachtsbananasplit. Meerschweinchen sind meine absoluten Lieblingstiere. Ich lebe jetzt schon seit 20 Jahren mit welchen zusammen und kann mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Dörte, Nepomuk und die Agnetta. Und ich habe ein cool guckendes Meerschweinchen. Das ist der Boris und die Lilly. Da komme ich vorbei. Die klaue ich dir, weil die sieht nämlich mega cool aus. Guck es dir an. Hier ist die Weihnachtsbananasplit. PS, meine Mama sagte, dass Lilly und Boris Geheimagenten sind und coole Waffen besitzen, was ihr bei der Anreißung der Welt nützlich sein kann. Ja gut, dass alle Meerschweinchen, die vorgestellt werden, auch automatisch bei uns in der Gruppe sind, ne? Müssten wir uns jetzt eigentlich fürchten, weil es werden immer mehr Meerschweinchen für die Weltherrschaft. Katharina G. aus Klein Mecklensen. Mal was für den frischen Atem und gesunde Zähne. Oh, wir haben wieder was von Janinas handgemachten Schmuckstücken.
Echt? Wie geil! Aus Göttingen. Oh, für alle, die sich nicht erinnern können, das war das hier. Mit Sabberfleck. Ja, und hier mit Krawatte und allem drum und dran. Ja. Und hier sind so kleine Bananenscheibchen drin. Ich habe hier schon mal Knabberstangen. Und ich habe jetzt eine Vermutung. Oh mein Gott, es sind so ganz viele Meerschweinchen. Es werden immer mehr und mehr. Die gehören jetzt alle der Armee bei. Damit die Fragen aufhören, wo Salt ist. Hier haben wir eine Mini-Salt. Das können wir zusammenlegen und dann ergibt das Praline. Und das haben wir noch mit Semmel und Crumble. Das ist das Schwein wahrscheinlich. Und sie hat ihre Meerschweinchen Brownie und Lucky auch als Menschen gemalt. Und das ganz große Paket zum Schluss. Und zwar von Franka, Roman und Mind. K aus Herford. Guck mal, Tiramisu als vernünftiges Bild. Wie geil ist das denn? Hinweis, dieser Napf kann ruhig mit heißem Wasser abgewaschen werden. Und weil wir aus Herford kommen, Weinrichschokolade. Dann einmal Herzen, weil Herzen gehen immer. Und Kräuter, Gartenkräuter. Ich dachte, heute kommen nur diese großen Packungen. Ja, da können sie XXL hier. Ja, die haben sich versteckt. Und einmal Semmel. Und da vorne versucht Crumble reinzukommen. Ja, wir machen jetzt auf. Es tut mir leid, ich habe das vergessen, dass die zu ist. Kannst du dich noch selbst beschäftigen für 2 Minuten, ja? So, einmal ein wunderschöner handgeschriebener Brief mit ganz vielen schönen Zeichnungen von ihren Meerschweinchen, würde ich behaupten. Wir haben selber 5 Meerschweinchen. Mambo, Samba, Rika, Olli und Limbo. Einen Hund Bruno und einen Zwerghamster Semmel. PS, wir hatten keine Zeit mehr, unsere Bilder zu entwickeln. Daher haben wir sie euch einfach auf einen USB-Stick gezogen. Und hier ist der USB-Stick, den gucken wir uns danach gleich an. Genau, guckt Onigiri, beobachtet den. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr diesem Video gerne einen Daumen rauf geben und vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns baldigst wieder. Und wenn ihr unbedingt noch mehr sehen wollt, dann guckt einfach auf meinem persönlichen Kanal vorbei von Chan oder auf die Müffelstücke, wenn ihr mehr von diesen kleinen Kackbatzen sehen wollt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, man hört und stört sich. Wahnsinn, ich komme da nicht drauf klar.